Riecht wie mein Shampoo. Herzlich willkommen bei Loreleis Food. Essen ist ja eine geile Sache, aber manchmal hat man einfach nicht die Zeit, sich was Leckeres und Gesundes zuzubereiten. Deswegen gibt es Marken wie zum Beispiel Y-Food, die Trinkmahlzeiten anbieten. Der Vorteil ist, man kann sie super schnell zuzubereiten und unterwegs zu sich nehmen und sie sollen lecker und gesund sein. Ob das stimmt, will ich in diesem Selbstexperiment herausfinden, indem ich mich mehrere Tage nur von Y-Food ernähre. Ich habe mir hier die sechsmal den Wildberry Drink geholt und dann habe ich mir noch hier das Pulver geholt von Y-Food. Das ist jetzt der Kokosnussgeschmack. Ich habe mich gegen Schokolade und das typische Vanille in den Massen entschieden. Ich stehe nicht so sehr darauf, ist mir glaube ich auch zu süß, deswegen habe ich die beiden genommen. Dieses Pulver hier, 1,5 Kilogramm sind das. Das soll 17 Mahlzeiten ersetzen. Also hier habe ich 17. Und hier habe ich nochmal 6 Mahlzeiten. So, dazu geliefert wurde mir hier dieser Shaker. Also so viel Pulver, so viel Wasser soll ich reinkippen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe Angst, dass ich mega das Hungergefühl habe, weil ich kann mir das momentan noch nicht vorstellen, wenn ich ja nicht kaue, dass ich dann satt werde. Also klar, man hat zwar Flüssigkeit im Bauch, aber es ist irgendwie, so wie ich es einschätze, was anderes. Oh, okay. Riecht wie mein Shampoo. Riecht ein bisschen, ja, wie Kokosnuss mit Milchpulver. Also. So, ich habe jetzt knapp 2 Löffel da reingemacht. 500 Milliliter ist jetzt hier drin. Ja, testen wir das Ganze mal. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, von der Konsistenz her bin ich positiv überrascht. Ich finde, man merkt schon noch so leicht so was Sämiges, ist aber nicht so schlimm. Eine Sache stört mich allerdings schon, es ist mir definitiv zu süß. Ich bin absolut jemand, der salzig liebt. Ich weiß gar nicht, wie mich das sättigen soll. Also es fühlt sich gerade nur minimal dickflüssiger an als normales Wasser. Die sind jetzt zwar nicht vegan, aber sie sind laktosefrei. Das finde ich eigentlich echt cool. So, ich stehe jetzt hier mit meinem Y-Food-Getränk an der Haltestelle. Ist ganz geil. Ich konnte jetzt eben sehr schnell runterlaufen zur Bushaltestelle. Ich bin echt happy, dass ich jetzt was zu essen sozusagen dabei habe, weil jetzt langsam kommt der Hunger. Der erste Drink von vorne hat jetzt eigentlich bis 14, 15 Uhr so gereicht. Ich hatte jetzt um 14 Uhr ein bisschen Hunger bekommen und habe ein Drittel aus diesem Shake hier mal getrunken. Ich werde jetzt den Rest trinken als Mittagessen. Ich muss sagen, es schmeckt echt lecker, Fresh Berry. Erinnert mich voll an Actimel. Diese Cremigkeit, die fehlt beim Pulver ein bisschen, die ist einfach hier ein Stückchen mehr drin. Ein bisschen schade, weil dieses Feeling von Essen, was ich so sehr liebe auch, sich hinzusetzen, es wirklich zu genießen, das fehlt. Und vor allem ist es ja auch so, ich schmecke hier von oben bis unten genau das Gleiche. Das ist ja beim Essen nicht so. Also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt gerade nicht wirklich satt. Ich weiß nicht, ob ich noch Hunger habe, keine Ahnung. Ich kann es gerade gar nicht so gut einschätzen. So, wir haben mittlerweile 19 Uhr, es sind jetzt 4 Stunden vergangen seit meinem letzten Drink. Und ich werde jetzt zu Abend essen. Nico hat sich gerade auch Essen gemacht und dann können wir einfach zusammen essen. Ich hatte vorhin so das Gefühl, es war ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Deswegen mache ich das ab jetzt immer so, dass ich das Wasser und die Shakes in den Kühlschrank stelle. Ich glaube, es schmeckt einfach ein bisschen besser, wenn es ein bisschen frischer ist. Also jetzt ist es auf jeden Fall dickflüssiger, als es vorhin war. Wir haben jetzt den nächsten Morgen, also 24 Stunden sind vergangen. Ich fühle mich jetzt nicht hungriger oder
gesättigter als sonst, wenn ich morgens aufwache. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen. Gestern Abend hatte ich so einen säuerlichen Geschmack irgendwie im Mund. Und gestern Abend ist es mir auch sehr schwer gefallen, als Nico neben mir einfach geile Nudeln gegessen hat und ich ein Glas von diesem Drink trinken musste. Also, wie ihr seht, gibt es heute Abend Schupfnudeln. Allerdings nicht für mich, nur für Nico. Für mich gibt es wieder einen Shake. Ich habe heute Mittag nur den halben Shake getrunken. Es hat mir irgendwie gar nicht geschmeckt in dem Moment. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich jetzt heute Abend mal variieren werde. Ich werde mir Beeren reinmixen, damit das Ganze mal einen neueren, frischeren Geschmack bekommt. Das hat eine echt geile Farbe, muss ich sagen. Oh, lecker. Das war eine echt gute Idee, dass ich das gemacht habe. Jetzt hat es noch so einen leicht fruchtigen Geschmack und es hat gefühlt die Süße rausgenommen. Ich bin jetzt unterwegs mit meinem Abendessen runter in die Stadt. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich noch mal schnell Luft schnappe, bevor es nachher anfängt zu regnen. Und jetzt merke ich wirklich den Zeitfaktor, weil ich so Hunger hatte. Und jetzt kann ich es einfach mitnehmen und kann trotzdem noch in die frische Luft. Da bin ich echt happy drüber. Ich bin jetzt hier Tag 4. Ich habe hier wieder meinen Shake. Mir geht's richtig scheiße. Ich habe gar keine Lust mehr, dieses Zeug zu trinken. Und ich habe so einen mega sauren Geschmack im Mund jetzt seit 2 Tagen und ich kriege den nicht weg, ganz egal wie viel ich Zähne putze, ob ich mit Wasser ausspüle oder nicht, es geht einfach nicht weg. Ich habe so wenig Lust, dieses Getränk zu trinken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich würde am liebsten nichts zu mir nehmen. Ich muss jetzt mal gucken, wie lange ich das noch aushalte. Irgendwie fühle ich mich krank und fertig einfach, so körperlich fertig und psychisch fertig. Ich kann diese Shakes nicht mehr sehen. Die haben mir ernsthaft Kokosnuss kaputt gemacht. Ich habe heute Morgen noch geduscht mit einem Kokosnuss-Shampoo. Und wenn ich jetzt an meinem Arm rieche, das riecht genau gleich, wie dieser Shake schmeckt. Oh, ich bin echt fertig. Ich bin echt fertig. Es ist jetzt mittlerweile Abend und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich jetzt was kochen werde. Ich werde jetzt was Richtiges essen und das Selbstexperiment an der Stelle beenden. Ich bin echt mega fertig und ich brauche einfach jetzt was zu essen, was Richtiges, was mir schmeckt. Ich habe jetzt ziemlich genau 4 Tage durchgehalten und mich nur von Y-Food ernährt. Am Anfang habe ich noch 3 Shakes am Tag getrunken, morgens, mittags, abends. Heute nur noch einen. Ich kann keinen Kokosnuss mehr schmecken, was so traurig ist, weil ich immer der größte Kokosnuss-Fan war. Ich denke, es kommt auch irgendwann wieder zurück, aber fürs Erste werde ich meine Hände von Kokosnuss lassen. Zudem kommt noch hinzu, ich habe die ganze Zeit so einen sehr, sehr sauren Geschmack im Mund gehabt, nachdem ich die Drinks getrunken habe. Und es ist von Tag zu Tag stärker geworden und ging dann auch nicht mehr ab. War sogar so schlimm, dass ich auf meiner Zunge so eine weiße Ablagerung hatte. Ich denke mal von diesem Pulver. Mir wurde davon auch schlecht und deswegen beende ich das heute. Ich habe in den 4 Tagen jetzt 2 Kilo abgenommen. Das hat natürlich daran gelegen, dass ich am Ende nicht mehr so viel davon getrunken habe und deswegen nicht die nötigen Kilokalorien zu mir nehmen konnte. Wenn man sich jetzt wirklich einen Tag lang davon ernähren will, müsste man eigentlich 4 bis 5 Drinks davon nehmen, um den Tagesbedarf an Kilokalorien zu decken. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil sie ja auch damit werben, 1 Shake, 1 Mahlzeit. Und 3 Mahlzeiten, 3 Shakes reichen einfach nicht. Ich kann für mich sagen, es ist für mich definitiv nichts, um das regelmäßig in großen Mengen zu mir zu nehmen. Und ich würde eigentlich auch persönlich ein bisschen davon abraten, weil man schon sehr viel davon trinken muss, um auf seinen Tagesbedarf zu kommen. Aber ich habe wirklich gemerkt, der Zeitfaktor, mit dem sie auch werben, der ist deutlich spürbar. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, in Zukunft mal, wenn ich unterwegs bin oder Stress habe, statt zu Pommes zu Y-Food zu greifen. Dafür finde ich es eine wirklich gute Alternative. Und im Notfall kann man sich auch wirklich mal einen Tag lang nur davon ernähren. Auf Dauer ist es aber zumindest für mich unerträglich. Ich werde Y-Food jetzt erstmal beiseite stellen und was Richtiges kochen. Das Rezept dazu findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Schaut da also unbedingt auch mal vorbei. War's das? Ja. Kochen? Ja.